Hallo zusammen, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns auf flachem Land, wo es absolut nichts gibt, außer diesen kleinen Punkt, wo wir Maschinen kaufen und ein paar Stellen, wo wir Gras verkaufen können, vorerst nur Gras. Und unter diesen Bedingungen werde ich 100 Tage verbringen und meinen eigenen Bauernhof aufbauen. Alles, was wir haben, ist eine einfache Sense, eine Schaufel und eine Schubkarre, damit fangen wir an. Aber zuerst abonniert den Kanal, denn ohne Abonnements sehen nur 99% der Zuschauer und ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Wir kehren zurück, um auf der flachen Karte zu arbeiten, wie ich diese Farm vermisst habe. Heute haben wir wie immer eine Menge Arbeit vor uns. Lassen Sie uns zunächst mit den Feldarbeiten beginnen, da auf einigen Feldern die Ernte bereits eingefahren wurde. Deshalb habe ich im Laden einen Kultivator gemietet und mich auf den Weg gemacht, um die Felder zu kultivieren. Während ich arbeite, denke ich, dass es endlich an der Zeit ist, mit der großen Technik zu arbeiten. Dieses Gerät ist nicht billig, da es eine Größe von 14 Metern hat. Ich mag es, wenn ich das Feld mit dem Gerät in nur ein paar Durchgängen bearbeiten kann. Nachdem ich das erste Feld kultiviert habe, gehe ich zum zweiten. Hier gibt es bereits mehr Arbeit, also zögere ich nicht lange und stelle einen Arbeiter ein, um mich selbst anderen Aufgaben zu widmen. Zum Beispiel dem Kauf neuer Kühe für den Stall. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie viele Köpfe Vieh auf unserer Farm sein sollten und beschlossen, dass die aktuelle Anzahl sehr niedrig ist, zumal wir derzeit genug Geld dafür haben. Deshalb habe ich die Anzahl der Tiere auf der Farm verdoppelt. Jetzt haben wir 30 Köpfe. Nun gut, nachdem ich mit den Tieren fertig bin, denke ich, es ist Zeit, zu den Feldarbeiten zurückzukehren. Aber zuvor möchte ich diesen Traktor zum Mähen des Grases stellen, damit wir bereits mit der Herstellung von Silageballen beginnen können. Denn bald möchte ich die Farm erweitern und dafür werden wir sehr viel Geld brauchen. Wir stellen einen Arbeiter ein und können dann weiterarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hat unser Arbeiter gerade die Kultivierung des letzten Feldes abgeschlossen und das bedeutet, dass es Zeit ist, sofort über die Aussaat einer neuen Ernte nachzudenken. Deshalb mieten wir im Laden einen Sämaschine. Die Wahl war schwierig, da es schwer ist, etwas zu finden, das nicht zu teuer ist, aber gleichzeitig von großer Größe. Aber ich habe es geschafft und bin losgezogen, um die Ernte zu sehen. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht einmal Gedanken darüber gemacht, was ich sehen soll, da ich am liebsten mit Weizen arbeite. Übrigens, schreiben Sie in den Kommentaren, welche Kultur Ihnen am meisten gefällt. Währenddessen werde ich auf den Feldern arbeiten und zu Ihnen zurückkehren, wenn die Arbeit erledigt ist. Am Ende, nach etwa 2 echten Stunden, war die ganze Arbeit erledigt. Wir haben die Felder gesät und der Arbeiter hat in der Zwischenzeit 2 Felder gemäht und die Ballen gepresst. Ich denke, das Ergebnis ist nicht schlecht und wir können uns jetzt etwas ausruhen. Also lassen Sie uns jetzt zum nächsten Tag übergehen. Nachdem wir 2 ganze Tage übersprungen haben, habe ich beschlossen, auf den Moment zu warten, wenn der Mais und die Sonnenblumen wachsen, um sie zu ernten. Es stellte sich heraus, dass neben unseren angebauten Pflanzen auch die Baumsämlinge gewachsen sind, die wir bereits am ersten Tag gepflanzt haben, glaube ich. Während sie wuchsen, wurde mir klar, dass ich auf dieser Karte nicht gerne Holzarbeiten machen möchte. Ich würde lieber unseren Tieren mehr Aufmerksamkeit schenken. Also habe ich ohne lange nachzudenken begonnen, alle Bäume zu fällen, die gewachsen sind. Es waren mehr als 100 Stück. Morgens hatten wir übrigens Schulden aufgrund des Geldmangels für die Technikmiete. Diese Schulden habe ich beglichen, indem ich den ungefähren Ertrag aus dem Verkauf dieser Bäume berechnet habe. Wenn Sie es wissen möchten, habe ich sogar weniger zurückgezahlt als erforderlich war. Ich wollte nur die Schuld begleichen. Nun, danach, nachdem ich mit den Bäumen fertig war, ging ich dazu über, Geld mit den Ballen zu verdienen. Sie waren fertig mit der Fermentation, also begann ich, sie zu verkaufen. Wie ich bereits sagte, möchte ich unsere Farm erweitern und dafür brauchen wir Geld.
Nachdem wir alle Ballen verkauft haben, haben wir bereits $350.000 auf unserem Konto. Das sind große Summen. Und wenn ich mich nicht irre, ist das bei uns zum ersten Mal so eine hohe Summe. Mit diesem Geld beschloss ich sofort, eine Wassermühle auf unserer Farm zu bauen, da wir bereits eine große Menge Weizen auf Lager haben und es viel profitabler wäre, es als Mehl zu verkaufen. Was die Details angeht, wissen Sie, dass ich alles sorgfältig gestalte und ich habe alles in bester Weise verschönert. Sogar beim Kuhstall habe ich ein weiteres neues Dach für die Technik hinzugefügt. Nachdem ich mit den Dekorationen fertig war, war es Zeit, die Mühle in Betrieb zu nehmen. Dafür habe ich den Traktor mit dem Anhänger genommen und bin zur Getreideaufzugstation gefahren. Dort haben wir den Anhänger beladen und sind zur Mühle gefahren. Dann ist die Sache klein, wir gießen den gesamten Weizen aus und beginnen mit der Mehlproduktion. Bereit. Jetzt hätte ich mich ausruhen können, aber leider wollte ich nicht mit der Ernte von Mais und Sonnenblumen warten. Falls Sie sich überhaupt noch daran erinnern, sind wir bereits bereit für die Ernte. Also mietete ich ein Schneidwerk für diesen Mähdrescher und machte mich an die Arbeit. Die Ernte auf dem Feld war nicht die beste, aber das ist auch nicht überraschend, da wir nichts getan haben, um sie zu verbessern. Daher wurde nur der erste Behälter zur Hälfte gefüllt, nachdem ich die Hälfte des Feldes abgeerntet hatte. Nachdem ich ihn in den Anhänger geleert hatte, setzte ich meine Arbeit fort. Nachdem ich die Ernte des Mais abgeschlossen hatte, fuhr ich die Maschinen zum Sonnenblumenfeld und ließ sie dort stehen, da wir das Feld erst morgen ernten werden. Bevor ich schlafen ging, beschloss ich noch zu unseren Kühen zu gehen. Als ich ankam, war ich schockiert, denn in unserem Kuhstall waren nur noch 17 Kühe übrig. Der Grund dafür war, dass ich das Futter nicht im Auge behalten hatte und sie waren einfach ausgetrocknet. Ich begann sofort alles zu korrigieren, aber ich konnte nicht verstehen, wie ich einen solchen Fehler machen konnte und eine so große Anzahl von Kühen verloren habe. Ja, um ehrlich zu sein, ich war sehr enttäuscht. Also nachdem ich alles erledigt hatte, ging ich mit dem Gedanken schlafen, dass ich morgen den Prozess dieser Arbeit automatisieren werde. Am nächsten Tag geschah alles genauso. Nachdem ich aufgewacht war, machte ich mich sofort daran, alle Vorräte im Kuhstall aufzufüllen. Ich brachte alles in großen Mengen hinein. Das Total Mix habe ich komplett im Laden gekauft, da wir solche Mengen leider nicht haben. Und ich beschloss, alle Futtertröge vollständig zu füllen. Übrigens, ich habe vergessen zu sagen, dass ich am Morgen einen Arbeiter mit der Ernte der Sonnenblumen beauftragt habe. Außerdem habe ich erkannt, dass es nicht gut ist, nur Kühe zu haben. Und ich beschloss, zwei Schafställe zu bauen. In einem werden Schafe gehalten, die Wolle geben und im anderen Schafe, die Milch geben. Deshalb mähe ich gerade jetzt das Gras für unsere zukünftigen Schafe. Wisst ihr, mir kam die Idee, zu überprüfen, was rentabler ist, Schafe, die Milch geben oder Kühe. Am Ende habe ich verstanden, dass wir uns etwas vergrößern müssen und habe einen Lastwagen im Laden gemietet. Ich habe schnell alle Futtertröge mit Essen und Wasser gefüllt und war bereit, das zu überprüfen. Übrigens habe ich 44 Kühe und einen Stier in den Kuhstall gebracht. Was die Schafherde betrifft, haben wir 109 Schafe. Ich bin vollkommen bereit. Also ging ich schlafen in der Hoffnung, das lang ersehnte Ergebnis zu sehen. Als ich aufwachte, war ich einfach schockiert von dem, was passiert war. Über Nacht haben die Kühe es geschafft, die Hälfte aller Futtermittelvorräte zu verzehren. Außerdem sind mehr als die Hälfte des Wassers und Strohs verschwunden. Das ist einfach unglaublich. Mit solchen Aufwendungen wird die Haltung der Kühe unmöglich. Was die Schafe betrifft, war die Situation etwas besser. Alles war im vernünftigen Rahmen. Aber hier gibt es ein Aber. Die Kühe haben über Nacht 20.000 Liter Milch produziert, während die Schafe nur 700 Liter Milch gegeben haben. In der Nähe des Ladens
Übrigens habe ich unseren ersten Verkaufspunkt gemacht, da wir einfach keinen Ort hatten, um die Milch zu verkaufen. Und ich habe sie verkauft. Nun ja, der Gewinn ist einfach beeindruckend. Ich war neugierig, ob die Kühe noch eine weitere Nacht mit den Resten von allem auskommen können, was wir hatten. Nachdem ich noch einen Tag übersprungen hatte, merkte ich, dass es leider nicht funktionieren würde. Den Kühen fehlt sogar für 2 Tage genug Futter. Und so weiterzumachen möchte ich vorerst nicht. Deshalb habe ich alle Kühe und die Milch, die sie in dieser Nacht gebracht haben, verkauft. Jetzt ist mein Ziel, unseren Gewinn zu automatisieren, bei minimalen meiner Aktionen. Deshalb habe ich begonnen, Gewächshäuser auf der Farm zu bauen. Ich kaufte alles, was sie brauchten, und startete die Salatproduktion. Großartig, jetzt müssen wir nur auf das Ergebnis warten. Während wir warten, beschloss ich, mich um die restliche Arbeit auf der Farm zu kümmern. Unsere Felder sind bereits mit Unkraut überwuchert, daher mietete ich im Laden einen Sprühgerät und fuhr mit vollem Herbizid auf die Felder, um das ganze Unkraut zu besprühen, das bei uns gewachsen ist. Schauen Sie sich nur die Größe dieses Giganten an. Ich habe das Gefühl, dass ich ein riesiges Flugzeug steuere. Nachdem ich mit dem Besprühen der Felder fertig war, ging ich mich ausruhen. Heute haben wir viel Arbeit erledigt, aber das ist alles, was ich für jetzt habe. Wenn Ihnen solche Videos gefallen, unterstützen Sie den Kanal bitte mit einem Abonnement und einem Daumen nach oben für das Video. Danke an alle Kanalsponsoren, ihr seid die Besten. Das ist alles, aber während ich für euch ein neues Video vorbereite, schaut euch eine ebenso coole Anleitung auf dem Bildschirm an. Bis bald!